Hey Leute, Tyson hier für Athletic Aesthetics und im heutigen Video geht es um das Thema unterschiedliches Training für unterschiedliche Muskeln. Und ja, meine Freunde, wer die letzten Videos gesehen hat, der weiß so ein bisschen, worum es in dieser Serie geht. Wir gucken uns alles rund ums Training an und hatten jetzt in den letzten Videos schon so ein bisschen die Grundlagen geklärt. Frequenz, Intensität, Volumen, was ist ein Deload, wie erkenne ich zum Beispiel, wenn ich zu viel trainiere. Und wer da noch Fragen hat, definitiv die letzten Videos abchecken. Einfach sehr wichtig, vielleicht auch als Grundlage für dieses Video. Denn in diesem Video gucken wir uns an, macht es eigentlich Sinn, unterschiedliche Muskeln unterschiedlich oft oder unterschiedlich schwer zu trainieren? Und wenn ja, warum? Ja, zum Beispiel bei mir sieht man das, dass ich jetzt manchmal in den Videos gesagt habe, ja, Kreuzheben, das würde ich eigentlich nur einmal die Woche machen, maximal vielleicht zweimal oder vielleicht mit einer zweiten leichten Einheit. Das habe ich aber zum Beispiel zum Kniebeugen nicht gesagt. Oder man sieht, dass ich relativ hochvolumig oder häufig Bizeps trainiere, beziehungsweise auch die Schulter. Ich habe sehr viel Volumen für die Schulter. Ich habe Overhead Press, ich habe Schulterdrücken dazu oder Kurzhantel Schrägbankdrücken dazu, noch Kurzhantel Schrägbankdrücken plus Face Pulls plus Seitheben. Also sehr, sehr viel Volumen, was ich für andere Muskelgruppen jetzt nicht habe. Und ja, meine Freunde, hier gibt es zwei Punkte, auf die wir eingehen können. Und zwar einmal die Größe von einem Muskel und zweitens, wie der Muskel strukturell aufgebaut ist. Und zwar könnt ihr euch zum Beispiel mal das gucken, einfach das Beispiel der Rückenstrecker. Ja? Unser Rückenstrecker ist dafür konzipiert, dass er einfach sehr, sehr, sehr ausdauernd ist und wenig Energie kostet bei zum Beispiel der Belastung, weil wir ihn eigentlich durchgehend belastet haben. Bedeutet, das ist ein Muskel, der von der Natur aus einfach durch die Entwicklung Slow-Twitch-Fibern hat, also langsame Muskelfasern, die jetzt nicht besonders schnell kontrahieren können, die nicht sonderlich stark sind, beziehungsweise Slow-Twitch-Fiber sind ein bisschen schwächer als Fast-Twitch-Fiber. Fibers und brauchen dementsprechend aber auch weniger Energie und halten länger durch, also sind weniger schnell ermüdet. Ja? Deswegen natürlich sinnvoll, dass der Rückenstrecker Slow-Twitch-Fibern hat, zu einem Großteil, vielleicht sogar fast an die 100%, ich weiß nicht, 90%, 80%, so um den Dreh auf jeden Fall zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil Slow-Twitch-Fibern. Im Gegensatz dazu zum Beispiel der Beinbeuger hat vor allen Dingen bei den meisten Leuten Fast-Twitch-Fibers, also quasi Muskelfasern, die schneller kontrahieren können, das Potenzial haben, einen Ticken mehr Kraft auszuüben, allerdings auch schneller ermüdet sind. Und allein dieser Faktor erlaubt es uns zum Beispiel, den Rückenstrecker, da wir ihn sowieso tagsüber andauernd belasten, merken wir das gar nicht, aber viel mehr Belastung auf den Rückenstrecker zu geben, als zum Beispiel auf den Beinbeuger, weil der Rückenstrecker gar nicht so viel Erschöpfung aufbaut und viel schneller regeneriert ist, als zum Beispiel ein Beinbeuger, der relativ viel Erschöpfung aufbaut und mehr Zeit braucht zum Regenerieren, weil er einfach schneller erschöpft ist. Das bedeutet zum Beispiel auch, deswegen sage ich auch immer Kreuzheben, ja, muss ich gucken, weil auch generell müssen wir uns überlegen, wie ist das denn mit den Übungen? Wie viele Muskeln beansprucht denn so eine Übung? Zum Beispiel generell ein Bizeps Curl, deswegen trainiere ich Bizeps viermal, könnt ihr übrigens auch machen. Der Bizeps ist ein sehr kleiner Muskel. Das bedeutet, die Disruption oder die Fatigue, die angehäuft wird, oder die Belastung für den Körper, wenn wir Bizeps wirklich richtig trainieren, ist natürlich sehr gering. Und der Muskel kann sich auch relativ schnell wieder regenerieren. Das heißt, die SRA Curve bedeutet Stimulus Recovery Adaptation. Quasi, wir setzen einen Reiz, wir gehen katabol, wir regenerieren uns auf Ausgangslevel und gehen dann in die Adaption rein, ist zum Beispiel bei einem Bizeps relativ kurzweilig. Das heißt nur ein, zwei Tage. Bedeutet, wir können den viermal die Woche easy wegknallen und haben maximale Gains. Muss man natürlich nicht, das reicht natürlich auch dreimal die Woche oder zweimal die Woche, aber es wäre vielleicht optimaler, das mal so ein bisschen auszutesten. Gleiches gilt für die Schulter, ein sehr kleiner Muskel, schnell regeneriert, also kann man mehr oder häufiger trainieren. Wenn wir jetzt ins Upala. Was ist jetzt hier passiert? Da ist mein Handy gerade runtergefallen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Übungen Kreuzheben angucken. Kreuzheben ist eine Übung, die mit die meisten Muskeln im Körper beansprucht und am anspruchsvollsten dementsprechend für den Körper ist. Bedeutet, sehr viel Fatigue anhäuft. Darunter zum Beispiel auch direkt der Beinbeuger, dann haben wir den Rückenstrecker, der zwar ausdauernd ist, aber sowieso schon sehr viel belastet wird, plus den Quadrizeps und die gesamten Beine, die auch beim Kniebeugen noch belastet werden. Bedeutet einfach, Kreuzheben häuft so viel Fatigue an,
dass man ab einem gewissen Level Kreuzheben einfach nur noch einmal, maximal zweimal die Woche ausführen kann. Hingegen bei der Kniebeuge, die halt mehr auf den Quadrizeps geht, der halt auch relativ ausdauernd ist und weniger jetzt die Beinbeuger mit drin hat, weniger den unteren Rücken belastet, weil man nicht so vorgebeugt ist, hat, obwohl es auch eine große Grundübung ist, weniger Fatigue. Bedeutet, man kann Kniebeugen 2 bis 3 Mal die Woche ausführen, in Extremfällen sogar 4 Mal, aber da muss man das Volumen ein bisschen anpassen. Aber zum Beispiel Kniebeugen kann man häufiger bzw. volumiger ausführen als Kreuzheben, einfach aus dem Grund, weil Kreuzheben viel mehr Muskeln beansprucht und zum Beispiel Muskeln wie den Beinbeuger mehr beansprucht, die einfach auch nicht so gut regenerieren können. Und deswegen macht es durchaus Sinn zu gucken, okay, welche Übungen führe ich denn aus und wie gestalte ich mein Training? Muss ich jeden Muskel gleich oft trainieren oder macht es vielleicht sogar Sinn, kleinere Muskeln häufiger zu trainieren, wie zum Beispiel in den Bizeps, wenn man gute Arme aufbauen möchte, macht das durchaus Sinn. Deswegen tracke ich zum Beispiel auch das Volumen, was ich die Woche mache, für jeden einzelnen Muskel auch, damit ich so einen Überblick habe, wie oft trainiere ich Trizeps, Bizeps in verschiedenen Übungen natürlich und wie kann ich mein Training optimal gestalten. Kurz nochmal jetzt zusammenfassend, ja, es macht oder könnte durchaus Sinn machen, Muskeln unterschiedlich zu trainieren oder Übungen unterschiedlich oft zu trainieren. Übungen, die viele Muskeln beanspruchen, die schlechte Regenerationsfähigkeiten haben, beziehungsweise einfach viele Muskeln beansprechen, wie zum Beispiel Kreuzheben, eher seltener. So Übungen wie zum Beispiel Bankdrücken, Kniebeugen, Schulterdrücken, Rudern sind so im moderaten Bereich und Übungen wie zum Beispiel Bizeps Curls, Seitheben, Wadenheben, Bauchtraining, solche kann man häufig, um einiges häufiger machen, weil sie einfach nicht so anspruchsvoll sind. Beim Bauch ist es halt auch einfach so, weil der sehr ausdauernd ist. Es ist zwar ein etwas größerer Muskel, aber er ist halt auch ausdauernder. Sprich, dementsprechend, wenn euch das wichtig ist, könnt ihr einfach im Hinterkopf behalten, okay, die Übung kann ich häufiger machen, bekomme ich mehr Gains. Und bei den anderen Übungen müsst ihr euch aber dann auch gleichzeitig überlegen, wenn ihr 3-mal die Woche schwer Kreuzheben macht, okay, bin ich vielleicht deswegen überbelastet? Sollte ich vielleicht nur einmal die Woche Kreuzheben machen oder vielleicht nur maximal 2-mal die Woche Kreuzheben machen? Und zum Beispiel, wo Übungen übereinander liegen, zum Beispiel beim vorgebeugten Langhantelrudern. Wenn ihr viel Kreuzheben macht und vorgebeugtes Langhantelrudern und ihr habt Überbelastungserscheinungen im Beinbeuger bzw. im Rückenstrecker, dann fragt euch mal, wieso. Vielleicht solltet ihr das vorgebeugte Rudern durch ein Rudern an der Maschine auswechseln bzw. beim Kreuzheben ein bisschen runterfahren. Und ja, ich hoffe, die Idee des Videos ist rübergekommen und ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Es macht definitiv Sinn, einfach aufgrund der Größe des Muskels immer im Hinterkopf behalten. Ein kleinerer Muskel erzeugt weniger Fatigue, weniger Disruption, das heißt, den kann man häufiger trainieren. Und von der Faserverteilung ein ausdauernder Muskel verträgt mehr Training als zum Beispiel ein nicht so ausdauernder Muskel, ein Schnellkraftmuskel, der aber auch einfach schneller ermüdet, aber dafür auch das Potenzial hat, mehr Kraft zu erzeugen. Ja, meine Freunde, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder ich irgendwas vergessen habe, zu undetailliert war, schreibt es mir in die Kommentare. Denn jetzt so langsam gehen wir diese Basisthemen oder kommen wir mit den Basisthemen zu einem Ende. Und dann geht es um eure Fragen. Sprich, wenn ihr gute Fragen habt und die hochgeraked, geliked werden, dann beantworte ich die in den folgenden Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they wanna be